Matthias Garner, herzliche Gratulation zu dem Erfolg. Im Schlussgang bezwingst du nach 3 Minuten und 40 Sekunden mit einem Bodenüberwurf den Thomas Zaugg. Ihn hast du schon gewonnen in Eriswil am Oberaargauischen. Ein Athlet, der dir liegen tut? Eigentlich nicht. Ich habe bis jetzt auf, eigentlich immer gestellt gehabt und verloren bis zu dieser Saison. Und es ist halt immer so ein 50-50-Schwinger. Wir haben genau den gleichen Schwingort eigentlich. Und es ging so ein bisschen, eben, eins gewinnt eins, diese. Also ein Lieblingsgegner kann man nicht sagen. Du hast angeschwungen mit dem Reto Maurer gewonnen, dann der Armin Müllener gewonnen. Dann kommt der gestellte Gang gegen den Hans-Peter Luggenbühl. Das war ein recht verknurzter Gang. Ja, wir haben den ganzen Winter auch zusammen trainiert und er ist defensiv sehr, sehr ein starker Schwinger. Ich glaube, das haben diese Saison schon ein paar Schwinger gemerkt, dass man nicht einfach so nehmen kann. Und ja, das ist dann, im Nachhinein hätte ich auch etwas anderes machen sollen, vielleicht ein bisschen aktiver noch. Aber nachher ist man immer schlauer. Im Kampf um die Schlussgang-Qualifikation hast du den neuen eidgenössischen Kranzschwinger Beat Wampfler bezwungen. Ja, auf ihm habe ich sehr viel. Das ist wieder eine massive Zukunft. Es gibt vielleicht noch das eine oder andere Detail, die er noch ein bisschen verbessern muss und an sich arbeiten. Aber für uns ist es natürlich super im Oberland, dass wir mit ihm einen weiteren Eidgenoss haben. Das steigt nach Qualität im Training auch wieder. Und wir profitieren von ihm und ich denke auch von uns. Alles Gute. Danke, Matthias Garner. Danke.